Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Qualifikationstraining. Heute ist Samstag, das Wochenende ist voll im Gange. Dieses Rennwochenende natürlich auch. Wir haben das Training super überstanden mit Platz 2-1-1, also durchaus machbar. Gut, im ersten Training haben wir Soft, hatte Kimi super Soft. Im zweiten und im dritten Training sind wir ebenfalls auf super Soft gefahren. Aber es lag auch daran, dass es im zweiten freien Training ein bisschen Regen gab. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, haust du noch meine Zeit raus. Ich wollte dann irgendwie doch P1 noch holen, deswegen habe ich die super Soft genutzt. Und im dritten freien Training waren wir weit über eine halbe Sekunde schneller als Kimi Räikkönen, also es läuft. Ich hatte tatsächlich nicht viele Erwartungen an diese Strecke, wenn ich ehrlich bin, weil eine Highspeed-Strecke liegt eigentlich eher dem Ferrari bzw. dem Mercedes. Der Red Bull ist eher an vielen Strecken, wie zum Beispiel auch jetzt in Ungarn letzte Woche, perfekt geschaffen gewesen. Von Platz 8 dann auf am Ende auf Platz 1 vorzufahren, war ein Traum. Dieses Rennen definitiv. Ja, ob das hier genauso ein Traum wird, das werden wir dann auf jeden Fall spätestens morgen Nachmittag sehen, irgendwann um 14.40 Uhr rum, grob, bis das Rennen durch sein. Dann wissen wir mehr. Ja, wir gehen rein ins Qualifikationstraining, würde ich sagen, oder? Ja, ne? Ja, doch, tun wir, machen wir. Doch, machen wir doch. Klar, ganz. Auf jeden Fall, doch. Nein, doch. Oh. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Jo, da sind wir. Ich probiere es natürlich erstmal auf Soft, um vielleicht tatsächlich den Weg einen Schritt zu machen. So, haben wir tatsächlich auf dem trockenen Setup drauf, müsste eigentlich, ne? Weil ich dürfte nicht, dass er das Setup geändert hat. Dementsprechend machen wir es auf jeden Fall. Zack, drauf. Und da probierst du mal. Erstmal auf die Soft. Vielleicht schaffen wir es. Und dann auf die Super Soft versuchen, noch die eine perfekte Runde. Das kleine Mühe, was dann eventuell noch fehlt, auszumerzen. Dementsprechend gehe ich jetzt auf Soft. Ich versuche es natürlich, die schnellste Runde auf den Soft zu fahren, um am Ende vielleicht einen Vorteil zu haben. Auch wenn wir wahrscheinlich am Anfang das Ganze viel verlieren. Aber wir tun natürlich unser Bestes. Wir wollen natürlich hier die nächste Pole holen. So. Bisschen haben wir sie geschnitten, aber es passt schon so. Die Soft brauchen tatsächlich vielleicht noch eine Runde, um sie zu schaffen. Vielleicht schaffen wir es erst im zweiten Versuch. So, ansonsten hier haben sich Hamilton und Rosberg mal schön in die Haare bekommen an dieser Ecke. So, ich hole natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ja, ich sag ja, die müssen ein bisschen auf Temperatur brauchen. Komm. So, wir haben die erste Zwischenzeit. Sebastian Vettel, 1,47,3. Voila! Der ist aber nicht schlecht, die Runde. Definitiv nicht. Ich glaube, wir sind aber eben an 46er Zeiten gefahren. Ja, war das auch an 47er? Weiß es gerade nicht tatsächlich. So, vor uns, das könnte ein Williams sein. Nochmal eben noch kurze Erinnerung für heute Abend. Leider kein Livestream. Also um 20 Uhr wird die Folge GTA 5 kommen. Dementsprechend, weil ich nicht da bin. Ich bin heute Abend genau auf Konzert, wenn GTA rauskommt. Also dementsprechend, seht es mir bitte nach. Dass man doch aber noch mal ein Privatleben hat, außerhalb der Streams und Zockerei. So, genau. Ich glaube, es reicht aber nicht, um die Piste zu schaffen. Wobei, die wird schwierig werden, oder? Die kriegen wir noch auf Soft 46,7.
46,7 auf Soft, um die Zeit zu packen. Und Verstappen stellt sein Auto auf die 2. Yes! Das wäre ein Trauma gibt's. Raikön, okay, Raikön macht die kleine Folge mal eben kurz kaputt. So, vor uns ist ein Auto immer noch. Das ist der Williams immer noch. Das könnte toll sein. Es ist aber Sirotkin, aber das ist Jacke wie Hose. Der Williams war schon richtig getippt. Gut, das sieht man dann in Farbkombination unten auf diesem Punkt. Komm, der Herr. Oh, Sirotkin, du machst mir die Runde kaputt. Die ist Weltklasse. Mann, hau ab. Mach wieder. Dankeschön für das Aufhalten. Das war natürlich nicht super. Da haben wir 200 verloren, definitiv. Der Auftakt war nicht gut, war gut, definitiv. Aber wir müssen jetzt nochmal wieder was rausholen müssen. Okay, so funktioniert es gar nicht. Und damit haben wir die Runde weg ein bisschen zu eng gefahren. Aber es gibt ja sowas wie Rückblenden und die gibt es tatsächlich im Modern-Modus nicht. Puh. Doch, wir müssen nochmal ein bisschen versuchen, was nachzusetzen. So, hier haben wir sie eben weggeworfen. Damit haben wir die 200 da wieder drin. Und jetzt Perez, der auch die Raikön-Zeit packt. Boah, der Perez hat die Meter gefunden auf einmal. Auf Superstar, Bestzeit, zweiter Sektor. 0,6 Sekunden. Die haben wir wieder in 200 zu liegen lassen. Die müssen wir jetzt tatsächlich irgendwie auch holen. Aber wenn es so eine halbe Sekunde wäre, wäre es auch okay. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Zeit gesetzt. Oh, genau die halbe Sekunde. Und zwar gibt das nochmal eine richtige Zeit. 777 nochmal schneller. 777, also 0,777 Sekunden nochmal draufgelegt. Dann müssten wir irgendwann bei 1,45 irgendwas sein. Glaube ich sogar. Ja, 1,45,9. Und das auf Soft. Und das auf Soft. Auf einmal geht der Red Bull aber richtig. Komm, Max. Du versuchst auch nochmal eine gute halbe Sekunde zu finden. Dann wärst du zumindest vorbei an Ocon. Die Force India mit dem Top-Ergebnis. Definitiv mit einem 4-5. Beide. Nicht schlecht. Wer erinnert sich nicht an das letzte Jahr, wo sie ist. Wo sich die Force India schön in die Haare bekommen haben. Nach der Rouge in der ersten Kurve, da. Ja, kurz davor, da im Stück. Auf jeden Fall, da sind sie sich richtig böse ins Auto gefahren. Ich weiß nicht, wer da genau schuld war. Ich glaube, Perez ist Ocon ins Auto gefahren. Nicht das erste Mal die Saison. Oder war nicht das erste Mal. Ja, das hier ist das vorletzte Europa-Rennen auf jeden Fall. Nächste Woche geht es nochmal nach Italien und dann ist hier Feierabend in Europa. Dann geht es nach Asien. Ja, da geht es nämlich zum Doppelpark nach Singapur und auch Japan. Und ich glaube, das könnte sogar Dreierpark werden. Ich glaube, Russland kommt nämlich danach auch noch. Also laut dem Rennkalender, das ist der 19. Rennkalender. Nee, war schon Russland gefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, wie dem auch sei, wir werden es sehen. Werde ich dann hoffentlich nach dem Rennen sehen. Wir haben keine Ergebnisse, ne? Ah, ist doch schön, wenn man mit den Softreifen ein bisschen entspannt fahren kann. Wie lange haben wir denn noch? 7 Minuten 40 Zeit. Ja, Lewis Hamilton. Den begleiten wir gerade mal. Momentan viertschnellster. Drittschnellster ist Bottas. Zehntschnellster Alonso. Wann haben wir dann überhaupt einen gerade, der... beide Mercedes auf der Strecke. Also der geht auf jeden Fall in die Box. Bricht auf jeden Fall ab. So, Charles Leclerc. Der wird es wahrscheinlich nicht gefährlich werden können. So, haben wir einen Bottas momentan auf der Strecke? Nee, Bottas war in die Box gegangen. So genau wie der zweite Mercedes auch. Ja, da wird der Bottas noch in die Box geschoben.
So. Wir sind momentan fünft schnellster. Also sind tatsächlich die beiden Mercedes doch schneller. Ich sag ja, der Red Bull ist nicht der schnellste Auto auf der Strecke. Definitiv nicht. Dann vermute ich, dass es die beiden Ferrari sind, die da auf 1 und 2 stehen. Ich wahrscheinlich Vettel vor Räikkönen. So ist meine Vermutung. So, wir begleiten den nächsten auf die Strecke, nämlich Sergej Sirotkin. Der Russe. In Williams, in unserem ja, Arbeitgeber für die Samstags-, für die Montags- und für die Sonntagsliga, Sonntags- und Montagsliga, sowohl für die MSFL als auch für die IRL. Wobei wir am Montag tatsächlich Spanien ja ziemlich böse und tatsächlich so verkackt hat. Gut, da haben wir auch tatsächlich in der ersten Kurve schon den Unfall gehabt mit dem Sascha, mit dem Sauber, und damit war das Rennen eigentlich quasi schon für uns gegessen, da kam man gar nicht mehr hinterher. Ich hatte ein bisschen gehofft, und jetzt hat mein Teamkollege der Diego noch ein Pünktchen mitgenommen. Ja, mal gucken. Aber Montag bin ich auch wieder am Start. Dann geht es nämlich noch Monaco weiter. Also, nächste Pack Monaco, Kanada. Bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Und dann danach die Woche leider nicht. Aber das ist auch egal. Aber jetzt kommen wir in zwei Strecken, wo eigentlich durchaus Punkte drin sein könnten. Sowohl in Monaco als auch in Kanada. So, Sirotkin jetzt auf dem Weg in die Busstop. Wie gesagt, die wird uns mit unserer Zeit tatsächlich wahrscheinlich nicht wirklich gefährlich werden können. Der hängt nämlich auch nur auf 19. Ja, schade, dass das ein Team geworden ist, dem Williams-Team. Vor gut 20 Jahren mit vorne locker dabei. So. Wir haben noch 3 Minuten 20. Was haben wir denn momentan? Wie sieht denn momentan die Platzierung eigentlich aber noch aus? Sind wir noch Erster? Knapp. 3,3 Sekunden. Ja, schafft der Hamilton? Kann der Hamilton nochmal Durchzahl vorlegen mit seiner Zeit? Wir gehen mal, warte mal, fährt der mit? Fährt der gerade? Na, was hatte ich gesagt? Vettel, Räikkönen, Hamilton, Bottas und dann unsere Wenigkeit. Und dann Max Verstappen nur auf 8. Alter, damit tippe ich die beiden Force India noch dazwischen. Die beide nicht ohne sind. Der Mercedes. Max, das ist natürlich nicht top getimed. Da ist der McLaren schön vor die Nase gefahren. Wer war es denn überhaupt? Ich glaube, es ist Fernando. Nee, Fernando ist es nicht. Dann war es voll. Nee, war doch Fernando. Der da ein bisschen blöd rausgekommen ist. So, Vettel momentan nur auf 8 liegend. Weil ich dem eigentlich Stock auf den Satz, auf dem neuen Satz Supersoft nochmal zutraue. Da nochmal einen Sprung zu machen. Versaut er uns die Pole? Wir werden wahrscheinlich nicht mehr rausfahren. Ich will eigentlich tatsächlich mit den Soft starten. Das wäre perfekt auf jeden Fall. War ich dem Räikkönen immer noch so ein bisschen, ne? So, Vettel. Schafft er das? Kann der unsere Zeit nochmal knacken? Oh, die wird eng. Auf 2. Als 45,9. Die ist knapp. Die ist verdammt knapp gewesen. 0,019 Sekunden langsamer als wir. Jetzt. Our best lap so far is a 145.9. So, die haben wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gucken. Also Vettel wird wahrscheinlich nochmal eine Zeit setzen müssen, wo die Supersoft werden wahrscheinlich nicht nochmal eine Zeit helfen. Erste Zwischenzeit 30,0 bei ihm. Kann er die nochmal knacken? Ja, minimal kann er sie knacken. Oh, oh. Ich glaube, da verkackt gerade unsere Polezeit. Ich hoffe, dass er sie abbricht, die Runde. Ich hoffe, dass er sie abbricht, die Runde. 47,1 müsste er jetzt fahren. Die müsste er knacken können. Weil er die knackt. Im zweiten Sektor. Würde das eine Zeit setzen. Wir können nicht mehr reagieren. Können nicht mehr reagieren. Schafft der Vettel. Bricht der Vettel die ab. 47,0 war das, glaube ich, jetzt gerade, oder was?
Ja, 47, 1, 9, 3. Wir sind nämlich langsamer als er. Im ersten Sektor. 47, 9, 5, 8, 5. Ne, die ist langsamer. Die ist deutlich langsamer. Okay, da hat er abgebrochen. Ich glaube, der bricht die Runde ab. Ich glaube, der bricht die Runde ab. Die wird er nicht schaffen. Da können wir tatsächlich versuchen. Jetzt kommt jetzt noch so ein dritter Zaubersektor. Da kann er nämlich unsere Zeit nochmal knacken. Aber gut, das ist ein Auto, aber der verschwindet direkt. Vettel bricht ab. Und damit hätten wir tatsächlich die Runde vor Sebastian Vettel. Wenn Auto minimal. So, Hamilton, schafft er nochmal. Der hat Verkehr. Der hat Verkehr vor sich. Der ist nämlich nur eine Ecke schneller als der Vettel. Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das dürfte nicht reichen für Doch. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Bottas und Richter. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Klassisch verpokert. Beide Autos. Ich hatte gehofft, dass wir es tatsächlich noch auf die Reihe bekommen, aber die Mercedes kriegen sie im Doppelpack zurückgeschlagen. Ja, wir sind die einzigen, die vorne drin auf Soft starten dürfen. Dementsprechend können wir einen Vorteil haben könnten. Scheiße. Ja, es war natürlich nicht gut. Definitiv alles andere als gut. Okay, so. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, ich guck mal gerade wegen der Rivalität. Haben wir da irgendwo was gerade? Rivalen, doch, da ist Denk es doch. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Allerdings verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Übernimm dich also nicht. Ja, ich habe mir den Hülkenberg mal als Rival rausgepickt. Gut. Genau, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Oder warte mal, wir haben noch eine Nachricht. Sekunde, nee, vor dem Rennen. Okay, die gleichen Wetterbedingungen wie eben auch im Qualifying. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018. Und dann geht's ins Rennen. Ne? Bis dann. Tschüss. Also morgen.